Der Monat Juli, ein sehr heißer Monat. Und dieses Wort heiß ist in verschiedenen Interpretationen tatsächlich zu verstehen. Es beginnt im Juli. Ich werde dir in diesem Video berichten, was alles auf uns zukommt und stelle euch jetzt gleich mal die Frage, warum denken alle sofort an etwas Negatives, wenn man sagt, es beginnt? Nur weil die Medien ständig negative Meldungen bringen, heißt das noch lange nicht, dass hinter allem etwas Negatives steckt. Das ist ein Prozess, den wir verstehen zu lernen im Juli und der einige von uns mitreißen wird und einige von uns werden dies wundervoll meistern. Bist du bereit für eine Reise, die dein Verständnis von Wissenschaft, Politik, persönlichem Bewusstsein revolutionieren wird, dann schau dir dieses Video unbedingt an und zwar bis zum Schluss, weil wir machen auch am Ende noch eine wunderschöne tiefgehende Meditation, um die Juli-Energien in uns zu verankern. Bevor wir beginnen, möchte ich noch ganz schnell etwas intern für uns sagen, und zwar sind wir voll in den Energien des Smaranas-Festivals, was ja jetzt gleich am Wochenende stattfindet, am 29. und 30. Juni. Und wir werden auch eine kleine Übertragung, eine kleine Live-Übertragung auf YouTube davon machen, sodass ihr ein bisschen Energie, ein bisschen Eindruck bekommt, was wir alles Großartiges vorhaben. Das findet ihr dann im Livestream. Und ja, es wird so wundervoll werden. Die Energien sind dermaßen hoch und ich schwinge vollkommen schon in der Sonnenenergie, die eine sehr große Rolle spielt beim Festival. Jetzt zu diesem Video. In diesem Video erfährst du, warum dieser Sommer eine Zeit des intensiven Wandels und der energetischen Entwicklungen sein wird. Erfahre von mir, welche spannenden Phänomene und außergewöhnlichen Ereignisse auf uns zukommen und wie sie unsere Realität verändern werden. Bereite dich einfach darauf vor, dein Bewusstsein auf ein völlig neues Level zu heben und hinter die Kulissen der aktuellen Geschehnisse zu blicken. Erlebe mit mir eine Welt, in der das Unglaubliche zur Realität werden wird und sich neue Horizonte für uns auftun. Über all das, was ich dir berichte, ist sehr interessant zuzuhören, weil es hat mit jedem von uns zu tun. Die Energien erreichen jeden Menschen und ich hoffe, dass ihr die Sonnentage jetzt genießt, die ja jetzt im Moment uns erreichen und was wir haben. Wir werden im Juli extreme Wetterextreme kennenlernen. Also es das heißt also, wir könnten mit großer Trockenheit rechnen teilweise und auch mit sehr starken Regenfällen. Also sind die Extreme tatsächlich da und das Wetter beutelt uns ganz schön hin und her. Von daher wisst ihr, was auf uns zukommt? Und natürlich die Sonne, die Sonnenstürme, und energetischen Strömungen nehmen extrem auch im Juli zu. Und das werden wir spürbar immer mehr bei uns wahrnehmen. Und diese Sonnenstürme beeinflussen natürlich die Erde und das Bewusstsein der Menschen. Wir werden am Festival mit der Sonne arbeiten, denn die Sonne ist so wichtig. Wir können durch die Sonne leben. Sie spendet uns so viel Lebensenergie. Und was sie auch mit ihren Strahlen jetzt gerade, es beginnt Anfang Juni und geht intensiv in den Juli und August hinein. Sie gibt uns Lebensfreude, Lebenskraft. Sie hat bestimmte Energien, die unsere DNA neu konstruieren und aufbauen. Sie hat bestimmte Energien, die wir in die Zellen einfließen lassen können, um dort Zellerneuerungen zu erhalten. Also es ist sehr, sehr interessant. Und dadurch entstehen auch neue, besondere Gehirnwellen bei uns und die
werden dann auch tatsächlich von anderen Menschen wahrgenommen, die jetzt nicht so sehr spirituell sind, und stellt wissenschaftlich einiges auf den Kopf. Also die Sonne ist sehr, sehr wichtig jetzt in diesen Monaten, und wir werden am Festival zusammenwirken mit der Sonnenenergie. Durch diese hohe Energie der Sonne, die es vorher noch nicht so gab, die Sonnenwesen passen sich ja auch immer der Erdsituation an, und dadurch entstehen bestimmte Realitäten, die wir in verschiedenen Bewusstseinszuständen wahrnehmen. Das heißt, über die Zeitlinienverschiebung, die immens im Moment auch aktiv ist, gelingt es manchen Menschen von uns, von einer Zeitlinie in die andere zu schauen, ohne sie wechseln zu müssen. Und das heißt also, das Bewusstsein von uns allen wird extrem angehoben auf ein neues Level, und wir bekommen dadurch Möglichkeiten, der hellsichtigen Bilder zu erhalten, und Möglichkeiten, uns noch mehr in die anderen Dimensionen hinein zu versetzen. Und das gibt uns natürlich Kraft und Stärke. Es ist nur so, wenn dir das das erste Mal passiert, bist du wahrscheinlich ein bisschen erschrocken und denkst, um Gottes Willen, was ist denn das? Aber ich kann dich beruhigen. Ich kenne das schon länger, und auch ich werde ja immer noch weiter geschult, und ich kann euch sagen, wie das ist. Also du stehst hier in dem Moment und kannst aber mit deinem Blick, das ist wie durch so einen Tunnel hindurchschauen, und siehst an dem anderen Ende das andere Geschehen und diese andere Dimension. Und das ist schon erstmal komisch im ersten Moment. Aber so wird es wirklich vielen Menschen jetzt gehen. Ihr werdet es immer mehr erleben, und das ist ein gutes Zeichen, denn das heißt, unsere ganzen Zellen, unser Energiekörper, alles wird angehoben, und wir kommen in die höheren Dimensionen hinein. Und je öfters wir diese Wahrnehmungen haben, umso mehr erhöht sich unsere Energie. Und die Sternenwesen beobachten das ja schon sehr lange. Die Sternenwesen sind ständig an unserer Seite. Sie beobachten die Erde und die Menschen, und es gibt wirklich auch einige oder genügend von ihnen, die bereits auf der Erde sind. Sie geben sich jetzt nicht unbedingt so sehr zu erkennen, aber sie sind hier, und auch von der Sonne sind Sonnenwesen auf der Erde. Gerade weil jetzt in den 2 Monaten intensive Sonnenenergien eben auf die Erde kommen, und sie lenken dann auch noch mal persönlich für einen diese Energien, um uns zu unterstützen. Und das ist etwas sehr, sehr Schönes. Also erschreckt nicht, wenn ihr irgendwie was Komisches seht, was ihr sonst noch nie gesehen habt. Es hat alles mit dieser Sonnenenergie zu tun und mit der Zeitlinienverschiebung. Wenn du mehr über das alles wissen möchtest, wirst du das beim Festival erfahren, denn dort sind wir sehr konzentriert dabei, die Sonnenenergie mit den Zeitlinien zu verschmelzen und dort eben das zu manifestieren und zu erwirken, was für die Erde im Moment wichtig ist. Und wenn ihr die Politik anschaut, dann werdet ihr mir sofort zustimmen. Da geht es ja wirklich hoch her, und was ich euch unbedingt sagen möchte: Glaubt nicht alles, wirklich nicht alles, was da so uns vorgegaukelt wird. Denn im Moment ist die Gegenseite oder die politische Welt dabei, starke Angstenergien aufzubauen, um uns führen zu können, wohin sie möchten. Der erwachte Mensch oder die Menschen, die jetzt alle, die dieses Video schauen, haben da schon sehr viel gelernt und lassen sich nicht mehr so leicht beeinflussen wie früher, und das dehnt sich immer mehr aus, auch auf die Schlafenden. Die werden da mehr und mehr davon berührt werden. Das heißt aber nicht, dass wir das einfach jetzt so abtun können, sondern wir sollten uns tatsächlich das anschauen, was uns gezeigt wird, und wir werden dabei erkennen, dass fast alles gefaked ist. Ja, uns wird hier massiv Angst gemacht. Und wir werden massiv unter Druck gesetzt, oder so möchten sie es machen. Aber im Hintergrund laufen tatsächlich andere Dinge ab. Und man ist nicht unbedingt darauf aus, tatsächlich diesen
dritten großen Konflikt auf der Erde zu starten, weil das wäre schon sehr extrem. Auch wenn viele Meldungen kommen, schaut euch die Bilder an, auch diese sind oft gefaked. Auch die Nachrichten, die Berichte, die Filmausschnitte, alles kann gefaked sein. Von daher distanziert euch von der Angstmacherei und bleibt in eurem Herzen. Das sagt die geistige Welt, das sagen die Sternenwesen. Jetzt kommt die Zeit, wo sehr viele gefakte Nachrichten zu uns gelangen und es liegt an uns, das zu erkennen, was wirklich dahinter steckt, nämlich nur eine Ausübung der Macht über uns. Und davor schrecken sie vor nichts zurück. Aber unsere energetischen Wahrnehmungen, die vergrößern sich von Mal zu Mal. Ja, ich habe es euch vorhin schon gesagt, mit diesem Blick in die anderen Dimensionen. Das heißt, wir werden durch die Sonnenenergie immer mehr geschult und dadurch kommen wir in eine Position hinein, wo wir über den Dingen stehen und auch in der Lage sind, intensiv zu manifestieren, auf was es jetzt darauf ankommt. Und das ist es, was ich gemeint habe mit dem Titel des Videos, jetzt beginnt es oder was beginnt jetzt? Es beginnt diese große Bewusstseinserweiterung von den Menschen, die wirklich jetzt sehr stark sind, die stark aus den Krisen bis jetzt hervorgegangen sind und auch weiterhin stark bleiben werden. Denn die Unterstützung der geistigen Welt und der Sonnenwesen, die ist ja da. Und wenn wir uns darauf konzentrieren, sind wir sehr, sehr gut beraten. Natürlich ist es jedem seine eigene Entscheidung, wie weit er sich jetzt dem einen oder dem anderen öffnet, wie weit er den Weg geht. Das ist etwas Individuelles und es ist auch so richtig, wie ihr es tut, denn jeder Mensch steht ja auf einer gewissen Entwicklungsstufe und wird dann auf dieser Stufe weitergehen. Was auch noch sein kann, dass wir bestimmte Träume haben, die wir sonst noch nicht kennen. Auch die luziden Träume werden zunehmen und wir werden also manchmal gar nicht mehr so genau unterscheiden können, ist es jetzt wahr oder habe ich das geträumt? Und das ist so dieser Sprung in das andere Bewusstsein, was wir bekommen, wo wir geschult werden. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Und wenn wir jetzt bei der Schule sind, ihr habt vielleicht das Video gesehen mit Peter Denk. Dort haben wir über das neue Schulsystem gesprochen, was also wirklich von vielen oder von mehr Menschen als bisher vorangebracht werden wird. Und das ist eine sehr gute Entwicklung, denn wenn ihr mal zu den Kindern schaut im Kindergarten und in der Schule, was da passiert, so kann es nicht mehr weitergehen. Und so wird also da auch immer mehr Kritik ausgeübt und es dadurch kommt etwas in Schwung, was dem Ganzen eine neue Richtung geben wird. Und was jetzt ein Aufruf ist von der geistigen Welt, von den Sternenwesen, dass wir uns mit unseren eigenen energetischen Zentren mehr befassen sollen. Das heißt also mit unseren Chakras, mit unserer Seele, mit unseren Fähigkeiten, denn jetzt besonders im Juli stehen die Energien dafür besonders gut, besonders günstig und wir haben dadurch eine Unterstützung. Das heißt also, je regelmäßig man jetzt mit seinen Chakren arbeitet, also Chakrenreinigung, energetische Reinigung, sollte man sowieso jeden Tag machen. Ganz, ganz wichtig. Das ist so wie Zähneputzen und in der aktuellen Zeit besonders wichtig. Wichtiger denn je, weil die hinderlichen Energien aus dem Kollektiv nehmen ja immer mehr zu durch die aktuelle Situation, die uns jetzt hier die so hochgeschaukelt wird. Das heißt also, beschäftigt euch mit euch selbst, geht in das Herz immer hinein, egal was jetzt jemand sagt, was jetzt von außen kommt, prüft, wie es euch mit eurem Herzen dabei geht. Und versucht nicht negativ zu bewerten, sondern eher neutral. Ich weiß, dass das schwierig ist. Ich weiß, dass wir in einer vollkommen bewertenden Gesellschaft leben. Aber ich weiß auch aus eigener Erfahrung, wie wertvoll es ist, wenn man neutral sein kann. Weil das macht Kraft. Ja, das gibt einem die Möglichkeit, in der eigenen Kraft zu bleiben. Und wenn du das alles beachtest, wenn du also auch wirklich
dich um deinen energetischen Körper kümmerst, dann wird deine Wahrnehmung viel leichter auf die höhere Stufe hinaufkommen. Also es ist ein Zusammenspiel von allen Energien, was uns hier beschäftigt, was uns hier Energien gibt. Und ihr werdet sehen, wie letztendlich wir davon profitieren können. Denn letztendlich sind es ja wir, die alles, was wir hier im Moment auf der Erde manifestieren, in die gute Bahn bringen werden. Und so liegt es an uns, da wirklich aktiv zu sein. Und was auch ganz wichtig ist, ist der persönliche Austausch, Erfahrungsaustausch. Zum Beispiel auf Telegram haben wir da wirklich eine schöne Runde, wo wir immer alle möglichen Themen mal durchdiskutieren und uns austauschen und gegenseitig helfen. Und das ist sehr, sehr wichtig in der aktuellen Zeit, weil gerade im normalen Lebensbereich kommt dies oft zu kurz. Und so freue ich mich sehr über meine Telegram-Gruppe und auch über meinen Telegram-Kanal, denn dort haben wir die Möglichkeit, uns auszutauschen, was wir sonst eigentlich nirgendwo so haben wie auf Telegram. Also schau gern mal da rein, komm dazu und teile dich mit. Du wirst sehen, du wirst auch dort Hilfe bekommen. Also man kann sagen, jetzt ist ja, es war zwar die Sommersonnenwende, also es heißt, die Tage werden wieder kürzer, aber jetzt wird eben durch die Wärme erstmal das Gefühl des Sommers so richtig in uns klar. Und das heißt also, wir kommen zusammenfassend gesagt über den Juli jetzt, beginnend mit dem Juli, in eine Zeit des intensiven Wandels und der energetischen Entwicklungen, die uns alle möglich sind, wenn wir es möchten und uns dem öffnen. Das heißt also, wir haben jede Möglichkeit, bei der Veränderung im positiven Sinne dabei zu sein. Und so möchte ich euch jetzt einladen, zusammen die Meditation anzuhören. Ich möchte euch einladen, mit den Zeitlinien zu arbeiten. Wir haben ein wundervolles Webinar, was ihr unbedingt, also wer möchte, natürlich machen solltet, denn dort bekommen wir die besten Möglichkeiten, für uns zu sorgen und auch für andere zu sorgen. Und das ist für mich wieder mal so ein Geschenk von der geistigen Welt, denn die geistige Welt weiß ja immer, was uns fehlt. Und da danach bekomme ich die Aufträge sozusagen von der geistigen Welt und bringe dann euch die Botschaften und vermittle die Energien, die jetzt wichtig für uns sind. Ich danke euch sehr, dass ihr heute hier wart. Wir werden jetzt diese Meditation zusammen machen und danach werde ich noch ein bisschen die Musik spielen lassen. Ich verabschiede mich jetzt schon von euch, weil es wird hochenergetisch werden und ihr könnt euch einfach so reinfallen lassen und genießen, was geschieht. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, darfst du mich gerne abonnieren, falls du es nicht schon getan hast, und auch die Glocke aktivieren, damit du jedes neue Video mitbekommst, jede neue Botschaft mitbekommst. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Freude. Ich sprühe mich ein mit der Gedankenbefreiung. Ganz wichtig, klare Gedanken zu haben. Und mit der 999. Die 999 bringt mich schneller in die Energie des Channelns und Meditierens. Geliebte Herzensmenschen, mit großer Freude darf ich jeden einzelnen von euch begrüßen und einladen, an dieser Meditation teilzunehmen. Diese Meditation dient dazu, dir Kraft zu geben, ruhiger zu werden und dein Vertrauen zu stärken. Alles, was dich belastet,
wird dir in dieser Meditation energetisch genommen. Und so wirst du am Ende der Meditation vollkommen in deiner Mitte sein und mit Zuversicht deinen Weg gehen. Und damit dies geschehen kann, bitte ich dich sehr, einen tiefen Atemzug des Lichtes der Liebe zu nehmen und diesen Atemzug ganz tief in dir hineinfließen zu lassen, sodass das Licht der Liebe, was du einatmest, bis zum Wurzelchakra geht und von dort aus deinen ganzen Körper berührt. Und bei dem nächsten Atemzug lass ganz bewusst das Licht der Liebe in dein zweites Chakra hineinfließen, in dein Sakralchakra, und spüre, wie von dort aus die Energie sich ausdehnt und deinen Körper berührt. Und jetzt beim dritten Mal einatmen, lege ganz bewusst den Fokus darauf, dass die Liebe in dein Solarplexus hineinfließt und von dort sich in deinem Körper ausdehnt. Und beim vierten Mal einatmen, dem bewussten Einatmen des Lichtes und der Liebe, lass all diese Energien in dein Herz hineinfließen und spüre, wie nun Licht und Liebe ausgehend von deinem Herzen sich in deinem Körper verbreitet. Und nun gehe mit deiner Aufmerksamkeit bei dem nächsten Atemzug in dein Halschakra, atme dort Licht und Liebe hinein und spüre die Ausdehnung deines Halschakras und wie die Energien von dort aus durch deinen Körper hinein sinken, sich ausbreiten und dich berühren. Um dann bewusst beim nächsten Atemzug des Lichtes der Liebe auf dein drittes Auge zu achten und diese Energien in dein drittes Auge hineinfließen zu lassen, um zu beobachten, wie Licht und Liebe ausgehend von deinem dritten Auge nun in all deine Zellen hineinfließt, dich tief berührt. Genieße auch, was geschieht. Und um dann mit dem letzten, bewussten, tiefen Einatmen des Lichtes der Liebe dich auf dein Kronenchakra zu konzentrieren und zu spüren, wie zusätzlich ein weißer Strahl des Lichtes vom Universum aus Gottes vollkommene Liebe zu dir fließt. Dein Kronenchakra berührt und sich von dort aus Energien der Liebe und des Lichtes in deinem ganzen Körper ausbreiten. Genieße nun ein wenig deine Schwingung, denn sie hat sich enorm erhöht. Und du bist mit dem göttlichen Licht der Liebe verbunden. Du schwingst mit dem Licht der Liebe und dein Körper wird in die höheren Dimensionen hinaufgehoben und genau in die Dimension, die jetzt zu dir passt. Und dies geschieht wie von ganz allein. Es geschieht
über Zeit und Raum, so wie es für dich gut und richtig ist. Und so lass es einfach zu und schwinge in der Liebe, im Licht, im Vertrauen und im Wissen, dass Gott bei dir ist. Und jetzt, da du dich in dieser wundervollen Energie befindest, wird dein Körper von allen Lasten befreit, die du vielleicht noch trägst, werden deine Gedanken gereinigt, deine Gefühle gesäubert und du wirst vollkommen neu ausgerichtet. Spüre dabei, wie sich die Energie noch einmal bei dir verändert und erlaube dir, dich so tief fallen zu lassen, wie es dir jetzt möglich ist. Nimm dir ein bisschen Zeit und genieße, denn alles geschieht zu deinem allerhöchsten Wohl. Und so singen die Engel die Worte der Liebe. Und sie singen deinen Namen, bestätigen dir deine Herkunft. Und antworten dir auf Fragen, falls du jetzt eine hast, dann stell sie einfach. Du wirst empfangen eine schöne Energie, Farben, Bilder oder Worte. Du wirst es so empfangen, wie es für dich passend ist. Und so lass dich tragen von der großen Liebe der lichten Wesen, die bei dir sind. Und so stelle fest, wie wir alle miteinander verbunden sind und wie das Licht der Liebe uns führt. Frieden sich etabliert. Und mit diesen Schwingungen werde ich mich jetzt energetisch von dir verabschieden. Aber du darfst gerne in dieser Schwingung bleiben und genießen, dich tragen und heilen lassen.